Was Esslingen noch fehlt, ist eine unterirdische Anbindung direkt hier vom Marktplatz an den Stuttgarter Kopfbahnhof. Denn nur so ist die verkehrliche Qualität der Verbindung Esslingen zu Deutschlands pünktlichstem Bahnhof Stuttgart Kopfbahnhof gewährleistet. Die erforderlichen Baumaßnahmen im Esslinger Untergrund sind gering und werden vom Bürger nicht wahrgenommen. Sie müssen wissen, es wird ja unter der Erde gebaut. Da müsste man schon mal den Kanaldeckel öffnen, um etwas mitzubekommen. Esslingen tief ist ein wichtiger Beitrag zur Steigerung der Schiene. Die Kapazität wird verdoppelt, Überraschungen sind ausgeschlossen. Das alte Rathaus wird als Zugang zu der neuen unterirdischen Bahnsteiganlage umgebaut. Die Fassade bleibt erhalten, ein grundsolide finanzielles Geschenk an den dankbaren Bürger. Was nun, Herr Drexler, was für eine Farce. Freunde, weitermachen, einfach weitermachen. Das ist meine Devise. Wenn unsere Kanzlerin oder der Herr Gabriel der Meinung sind, es handelt sich ja nur um einen Bahnhof, dann führen sie die Medien und Zuhörer bewusst hinters Licht. Sie sagen wieder nur einen Teil der Wahrheit und überspielen, ohne sich zu schämen, dass ein Bahnhof niemals 7.000 Millionen Euro kosten kann. Sie sprechen nicht über die 60 Kilometer lange Tunnelanlage, welche benötigt wird, um diesen Tiefbahnhof anzufahren. Sie machen sich keine Gedanken über die Gefahren und Unwägbarkeiten, welches dieser gigantische unterirdische Wahnsinn verursachen kann und wahrscheinlich auch verursachen wird. Sie ignorieren mit einer unglaublichen Arroganz die berechtigten Sorgen der Bürger, wissenschaftliche fundierte Darstellungen besorgter Menschen, Ausarbeitungen hochqualifizierter Fachleute, rücken sie mit abfälligen Aussagen in die Ecke der Dummbürger und Querulanten. Das passt zu dem Gesamtbild, was unsere Politiker darstellen, zu ihrer Selbstüberschätzung und Eitelkeit. Bundespräsident Gauck zweifelt ja öffentlich am Volk, indem er uns die Kompetenz nimmt, komplexe Entscheidungen so kompetent wie Parteien treffen zu können. Fakt ist, 60 Kilometer Tunnelanlage unter hauptsächlich bebautem Gebiet in höchstkritischem Untergrund ist extrem teuer und aufwendig. Das freut natürlich die Tunnelbaulobby. Als Faktum zum Bau des Projektes gehört das für mich mindestens in den Bereich der strafbaren Veruntreuung. In Döblingen darf nicht mehr in Anhydrit gebohrt werden, weil dort Häuser bereits Risse bekommen. In Stuttgart bohrt man demnächst in 4 Kilometer Anhydrit und mehr und kein Mensch kümmert sich darum, ob da nachher was passieren kann, ist egal. Jeder verschließt das Auge. Nach wie vor stimmt die Aussage von Herrn Hopfensitz, der Stuttgarter Kopfbahnhof macht mit 16 Gleisen 52 Züge in der Stunde. Der kleinere Tiefbahnhof mit 8 Gleisen für 9 Milliarden Euro und mehr macht nur 32 Züge in der Stunde. An dieser Aussage ist nichts und überhaupt nichts zu rütteln und allein diese Aussage müsste zum Stopp des Projektes genügen. In kurzen Worten für all die Zuhörer, die bei uns noch nicht zugehört haben. Ihr kennt diese Probleme jetzt alle. Ich möchte es trotzdem noch mal kurz vortragen. Stuttgart 21 hat keinen genehmigungsfähigen Brandschutz. Die Tunnelanlagen können nicht ordentlich entraucht werden. Die Kapazität in der Stunde wird reduziert. Das Stuttgarter Mineralwasser wird durch den Bahnhofsdruck und die Bauarbeiten gefährdet. Der Bahnhof kann nie erweitert werden. Der Bahnsteig hat auf
auf 420 Meter Länge ein Gefälle von 6,50 Meter. Der neue Tiefbahnhof ist bei der Eröffnung an der Kapazitätsgrenze. Die Finanzierung des Projektes ist nicht geklärt. Der Bahnhof ist nicht behindertengerecht. Die Fluchtwege in der Tunnelanlage sind viel zu gering. Durch die Bauarbeiten entstehen Häuserabsenkungen, Rissbildung und mehr ist die Folge. Es fehlen Unterfahr-, Überfahr- und Nutzungsrechte. Der Tiefbahnhof ist ein Energiepresser ohne Ende. Es fehlen immer noch Planungen, Planfeststellungen. Der Tiefbahnhof ist nicht wirtschaftlich. Natur- und Denkmalschutz werden missachtet. Die Tunnelanlage und der Tiefbahnhof sind im Katastrophenfall eine tödliche Falle für Tausende von Fahrgästen und vieles mehr. Und das muss doch endlich die Politiker zum Nachdenken anregen. Der 9 Kilometer lange Filtertunnel soll in absehbarer Zeit durch eine Tunnelbohrmaschine der Firma Herrenknecht gebohrt werden. Für uns der Anlass und Motto, immer und immer wieder auf die Straße zu gehen und über den Unsinn Stuttgart 21 zu informieren. Tunnelbohrer zerstört Stuttgart, Stuttgart 21 ruiniert das Land und die Esslinger zahlen mit. Es gibt keine vernünftigen Gründe für Stuttgart 21. Wir sind für eine funktionierende Bahninfrastruktur und einen funktionierenden Kopfbahnhof. Solange die Projekttreiber sich antun zu bauen, solange die Politik sich hinter der ungültigen Volksabstimmung verschanzt, uns und die Sachlage nicht ernst, sondern unverdrossen weitermacht, solange werden auch wir weitermachen, einfach weitermachen. Ich freue mich jetzt ganz arg auf Thomas Felder. Mit deiner Klampf komm her und spiel mir nur ein Lied. Ich bin nur eine Weile auf der Welle weiter mit dir. Ich weiß nur etwa heute Nacht und bin doch nur jetzt mit. Vielleicht heire morgen die Glocke Blume Leute bei mir. Der Abend ist vorbei und der Tag ist mir aus. Ich stand allein vorm Haus, lauf rum wie ein geschlagener Hund und kann nicht schlafen. Wir eilen laut vor Wut, aber ich bebrandmarkt wie ein Vieh. Will heim und weiß nicht wie, in der Nähe auf der Straße kasche Trauma. Du mit deiner Klappe, komm her und spiel mir noch ein Lied. Ich bin nur eine Weile auf der Welle weiter mit dir. Ich weiß nur ein Monat, heute Nacht und bin doch noch jetzt mit. Vielleicht heute Morgen Glocke Blume Leiter bei mir. Mit aufs Boot und segeln aus aufs wilde Meer. Mein Hirn ist staub und leer, meine Hände kann nix mehr her und viel sind Bulle schwer. Sie wartet drauf, dass die Stiefel selber laufen. Ich fahr mit dir egal, mon Arschsteig, ich bin so weit. Es hat nicht mehr arg viel Zeit, ich will sehr, was alles geht. Bloß weg von deinem Leid, ma uns verkauft. Hey, du mit deiner Klauf, komm her und
dann spiel mir noch ein Lied. Ich will noch eine Weile auf der Welle weiter mit dir. Ich weiß noch ein Monat, eine Nacht und bin auch noch jetzt mit. Vielleicht heure morgen Glocke Blume leider bei mir. Verschwind aus dem verrauchter Dämmerlicht, was bloß am Boden kriecht und Mama sich verirrt, weil's tief in Nebel fährt, in Eis und Nebel fährt. Ich brauche Ruhe vor Angst und Trebe Sorge. Nackert und das Sternendach und tanzt an alle Strände und winkt mit eurer Hände, bis mir der Letzte kennt. Vergesst mein ganzer Wut, mein Hass bis morgen. Hey, du mit deiner Klampf, komm her und spiel mir noch ein Lied. Vielleicht heure morgen Glocke Blume leider bei mir. Danke, Thomas. Keine Sorge, er spielt nachher nochmal. Esslingen, die Tunnelblickstadt. Wer kennt die nicht, den Tunnelblick? Wer kennt seit Jahren immer und immer wieder, überrascht uns, ein Esslinger Team mit dem Tunnelblick. Infos, Hintergründe zum Projekt Stuttgart 21 vom Feinsten. Top herausgearbeitete Themen. Herausgearbeitete Themen, klasse recherchiert, journalistische Feinarbeit, profihafte Aufmachung. Kurz, knapp, sachlich, wertvoll, der Tunnelblick. Und wer kennt nicht Karl Pfaff von der Parkschützerseite? Jetzt kennen wir ihn persönlich. Hier kommt Karl Pfaff. Ja, liebe Demo-Gemeinde, liebe Esslinger aus nah und fern, und ich möchte natürlich auch unseren Oberbürgermeister Zieger begrüßen und die Vize-Landtagsabgeordnete der Grüne, Frau Lindlor, die gerade eben durch unsere Reihen gegangen sind und hier oben sicher zuhören. Tja, ich wurde bedrängt, hier freiwillig etwas zum Tunnelblick zu sagen. Ja. Den Tunnelblick kennt ja jeder, egal auf welcher Demo auch immer, ob in Karlsruhe, in Heilbronn, in Stuttgart oder sogar auch hier in Esslingen. Ständig laufen irgendwelche Leute rum und bieten diesen Flyer an. Ganz schlimm hat es dabei vor allem die externen Verteiler getroffen, die sich irgendeinmal in einer schwachen Stunde dazu bereit erklärt haben, den einen oder anderen Flyer zu verteilen, ja, und das Kleingedruckte im Vertrag nicht gelesen haben. So geschieht es alle 2 bis 4 Wochen aufs Neue. Es klingelt an der Türe. Postpaket. Man erwartet das neue Conchita-Wurstkleid und das Bartfärbemittel, aber nein, von der Last der Verantwortung gezeichnet steht da der Paketbote. Die tiefe Müdigkeit in seinem Blick verrät es uns. In diesem Paket ist der neue Tunnelblick. Ach ja, auf zum Bahnhof, zum Verteilen, zur verbalen Steinigung. Früher hat man noch den Pranger gehabt, heute wird man freiwillig Tunnelblickverteiler. Hätte man nur das Kleingedruckte gelesen. Und dennoch, woher kommt eigentlich dieser Tunnelblick?
Oft sind es Absender aus Esslingen, aber das wechselt immer mal wieder. Da treibt sich im Parkschützerforum ein Ostfriese herum. Ja, ich frage Sie, liegt Esslingen etwa in Ostfriesland? Oder ist es Ihnen auch schon mal passiert? Sie kommen dann in die Mahnwache, sagen, gibt es schon einen neuen Tunnelblick? Nö, gibt es keinen. 500 später kommen Sie wieder. Da liegt stapelweise neue Tunnelblicke. Fragen Sie, wer hat ihn gebracht? Ja, das war jemand, gerade eben hier vorbeigefahren. Sie fragen nach dessen Personennummer, nach der Ausweisnummer, irgendwas. Nein, es ist ein Paradoxon. Ja, liebe Tunnelgemeinde, liebe Demo-Gemeinde. Das Tunnelblick-Paradoxon kennen wir auch schon aus Bielefeld. Sie kennen das Bielefeld-Paradoxon? Jeder kennt das Bielefeld-Paradoxon. Jeder kennt Bielefeld. Doch waren Sie schon jemals dort? Oder kennen Sie irgendjemand, der aus Bielefeld kommt oder der schon mal in Bielefeld war? Eben nicht. Und so ist es mit dem Tunnelblick auch. Jeder kennt den Tunnelblick, aber wissen Sie, wer den schreibt? Kennen Sie irgendjemand, der den schreibt? Tja, das kann nicht sein. Sonst wäre es kein Paradoxon. Gibt es überhaupt so was wie eine Redaktion? Oder ist der Tunnelblick Papier gewordene Mystik? Gar ein metaphysisches Ereignis globalen Ausmaßes, die Materialisierung von Gedanken und Energien oder stecken da Außerirdische dahinter oder gar die Deutsche Bahn? Unendlich lange Zeit ist nun seit dem ersten Auftreten dieses Paradoxons vergangen und ich forschte all die Jahre aufopferungsvoll und unbeirrbar. Und ja, es gibt eine Tunnelblick-Redaktion. Das überrascht Sie jetzt. Mich hat das auch überrascht. Es überrascht grundsätzlich jeden. Nur, wer sind diese Tunnelblicker? Diese Tunnelblicker sind eine sehr scheue Spezies. Meist verkriechen sie sich in muffigen Hinterzimmern, meiden das Tageslicht, ernähren sich überwiegend von Grillhähnchen und Johannisbeerschorle. Dort, es soll bei diesen Tunnelblickern beängstigend geniale Layouter geben. Heimatverliebte Philosophen, danke für die Glocken. Detailversessene Ingenieure, grundgerechte Gesetzeshüter, bienenfleißige Fremdtexthammer. Grafikjongleure, Textjongleure, Duden-Experten und sogar seit neuestem ein Farbenberater, denn es geht immer um dieselbe und wieder dieselbe Frage aller Fragen. Welche Farbe bekommt der Tunnelblick? Lindgrün, Stahlblau oder Kackbraun? Doch. Und da kommt die Glockenjagd jetzt ganz recht dazu. Es ist nur die halbe Wahrheit, liebe Demo-Gemeinde, es ist nur die halbe Wahrheit. Nur die Oberfläche des schönen Scheins dieser Tunnelblicker. Graben wir tiefer, blicken wir in den Abgrund des Internets. Wagen wir die dunkelsten aller dunklen Blicke, stoßen wir die Tiefen, in die noch nie ein Mensch zuvor gebohrt hat, wo es keine Herren gibt, keine Knechte gibt, sondern nur tiefste Schwarz und zwei grelle Augen, zwei schielende Augen. Die Mutter aller Tunnelblicke. Der Kulminationspunkt der Literalität. Wir sprechen hier von dem Blöckle. Das Blöckle ist ein webbasierter Editor zur kollaborativen Bearbeitung von Texten. Das Blöckle erlaubt es mehreren Personen in Echtzeit einen Text zu bearbeiten, wobei alle Änderungen sofort bei allen Teilnehmern sichtbar werden, steht dort. Doch die Wahrheit ist eine andere. Matrixhaft verschieben sich der Textzeichen. Sätze verschwinden wie von Geisterhand. Neue Sätze entstehen und vergehen gleich einer Woge des Vergessens, verglühen sie, um wieder wie Phönix aus der Asche emporzusteigen. Ein ewiges Geben, Yin und Yang, Tod und Leben. Und am Ende der Nacht
wenn der Morgen gnädig sein Licht über die nicht enden wolkende Dunkelheit ausbreitet, wenn unaufhaltsam die Todeslinie um 9.30 Uhr näher rückt, wenn das Korrekturlayout nochmals durchgelesen wurde, wenn die Zwischenüberschriften stehen, wenn das Datum zum 10. Mal kontrolliert wurde, dann stellt sich abschließend wie immer die Frage, Lindgrün, Stahlblau oder Kackbraun? Tja, das Ende ist dennoch nah, liebe Demo-Gemeinde. Ausgebrannt, demoralisiert, in der digitalen Vereinsamung gestrandet. Das Totenglöckchen läutet schon. So sah sie aus, die Tunnelblick-Redaktion, als sie zuletzt verließ. Und doch, es gibt Hoffnung. Ja, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, sind es doch wieder die Politiker, die uns Gestrandeten aufhelfen, die gerade in Wahlkampfzeiten doch unsere Aufmerksamkeit haben, die mit ihren sinnentleerten Reden unseren Widerspruch herausfordern, die uns fortwährend belügen und betrügen. So kommt es, dass wir zornig werden. Und wir werden zornig, wenn grün lackierte FDP-Politiker behaupten, man müsse den Artenschutz nicht so ernst nehmen bei Stuttgart 21. Wir werden zornig, wenn ein sogenannter Landesvater meint, der Käse sei gegessen, obwohl er immer noch zum Himmel stinkt. Wir werden zornig, wenn die S-Bahn ausfällt und man uns erklärt, dass es angeblich absolut nichts mit den Bauarbeiten von Stuttgart 21 zu tun haben soll. Und wenn ein kleiner, dicker Bundespolitiker nach Stuttgart kommt und uns über die Sinnlosigkeit unseres Protestes belehren will. Und wenn trotz zwei Untersuchungsausschüsse ein anderer, kleiner, ehemaliger Landespolitiker immer noch frei herumläuft und wenn die Bagger regieren und in Bäume fallen, Stuttgart zerstört wird und mancher reagiert in seinem Zorn, indem er sich spontan vor einen Baulaster setzt. Und wieder andere gehen spontan auf eine Montagsdemo oder eine Tunnelbohrdemo oder eine Laufdemo und wieder andere schreiben einen Tunnelblick. Ja, liebe Demo-Gemeinde 47, Tunnelblick-Ausgaben hat es gedauert, bis ich diese schockierenden Ergebnisse zusammengetragen habe. 47 Ausgaben, und es ist kein Ende abzusehen. Nur noch 3 Ausgaben, dann ist das halbe 100 voll. Die Sammelbände Tunnelblick Impuls und vielleicht auch bald Tunnelblick Edition. Und nein, es ist eine glatte Lüge, dass die durchschnittliche Auflage 25.000 Exemplare beträgt. Auch nicht 15.000, sondern genau 20.000. Und das ergibt bei 50 Ausgaben eine Gesamtauflage von nicht ganz 3,6 Milliarden. Sondern genau 1 Million. Eine Million Flyer für den Widerstand, für die S-Bahn-Fahrer, für den freundlichen Befürworter von nebenan. Eine Million Flyer mit Fotos von den besten Fotografen, mit Karikaturen vom allerbesten Zeichner, verteilt von den mutigsten und engagiertsten Verteilern der Welt. So geht Netzwerken, so geht Zusammenarbeit. Allen sei dafür von Herzen gedankt. Und solange unser aller Lieblingsprojekt nicht gestoppt ist, und solange Muttis, kleine dicke Männer und grün lackierte Landesräder uns zornig machen, wird es den Tunnelblick geben, so wahr ich Karl Pfaff heiße. Oben bleiben! Pfaff, dazu gibt es wirklich nichts mehr zu sagen. Ganz, ganz große Klasse. Wir freuen uns wieder auf Thomas Felder.
sind wir fromm. Ja, da wird bettet, da ist man fleißig und macht anständig rundrum. Und jeder über 30 hat der Buckelschau haben krumm. So dumm, so dumm, so dumm, in Sodom und Gomorra sind wir fromm. Wenn ich von Sodom einmal auf Gomorra käme, ich tät's laufen in einer Viertelstunde. Am Wieserbach und der Weiderbeem, ein Spaziergängle, das wär gesund. So dumm, so dumm, so dumm, in Sodom und Gomorra sind wir fromm. Seit der König von Gomorra, wir graben jetzt ein Tunnel. Mit der Eisenbahn auf Sodom ra, in 10 Minuten, das wird schnell. So dumm, so dumm, so dumm, in Sodom und Gomorra sind wir fromm. Können auch mitsingen, immer beim Refrain. Das Tunnel wird hell, da freut sich der Buhr über Lichtauge aus Glas. Der Beko deckelt decker mal mit Dreck zu und er wächst da wieder ein schönes Gras. So dumm, so dumm, so dumm, in Sodom und Gomorra sind wir fromm. Und nochmal, in Sodom und Gomorra sind wir fromm. Unser Bächle kommt in ein Rohr rein, die alte Weide pflanzen wir um. Zwischen den Städten muss auch kein Moor sein, wir bomben's ab, wir sind doch nicht dumm. So dumm, so dumm, so dumm, in Sodom und Gomorra sind wir fromm. Da sind wir fromm. Wer zweifelt noch an der Notwendigkeit, an der Genialität von dem Projekt, am Nutzer von der Hochgeschwindigkeit und dem Bio- und Öko-Aspekt? So dumm, so dumm, so dumm, in Sodom und Gomorra sind wir fromm. Wenn wir jetzt unserem König entvertrauen, werden wir gestraft, und zwar ziemlich schwer. Wenn wir jetzt das Tunnel entbauen, werden wir abgeschenkt vom Fernverkehr. So Sodom und Gomorra sind wir fromm. Der hohe Priester spricht, es ruht ein Segen. Ein Segen vom lieben Gott über dem Tunnel. Und wer dagegen spricht, der schürt den Staatsbankrott. So dumm, so dumm, so dumm, in Sodom und Gomorra sind wir fromm. In Sodom und Gomorra sind wir fromm. Wer es glaubt, wird selig. Wer es glaubt, der kriegt einen Preis. Aber ich glaub allmählich, es ist ein Granatenmäßiger. So dumm, so dumm, so dumm, in Sodom und Gomorra sind wir fromm. In Sodom und Gomorra sind wir. In Sodom und Gomorra sind wir. Sind wir oder sind wir it? Das ist die Frage hier. Das kann man ausschalten. Das kann. Ich wurde gebeten, davon zu berichten, was ich mit der Kirche in Sachen Stuttgart 21 erlebt habe. Dazu brauche ich jetzt ein Glas Wasser. Ja. Löschwasser. Dazu muss ich noch mal in Erinnerung rufen, dass dieses Projekt S21 in den 21 Jahren seiner Entstehungsgeschichte zu keinem Zeitpunkt einer ernsthaften, sachlichen, geschweige denn fachlichen Prüfung hat standhalten müssen. Die verantwortlichen Fachleute wussten seit Anbeginn, dass die größte Baustelle Europas auch eines der größten volkswirtschaftlichen Desaster unseres Kontinents werden wird. Ein Desaster, mal ganz abgesehen von der sozialen Katastrophe, an dem sich aber auch ein paar wenige Clevere eine goldene Nase verdienen können.
Cash in the Tash is the name of the game. Nun, wer sich eine goldene Nase verdienen will, der muss andere an der Nase herumführen, sonst klappt es nicht. Dazu ein kleines Märchen von Dietrich Kittner, sehr kurz das Märchen. Das heißt, es war einmal ein Mann, der hatte durch seine eigenen Hände Arbeit sehr viel Geld verdient. Morgen erzähle ich euch ein anderes Märchen. Um auf Stuttgart 21 zurückzukommen, das ganze Projekt fußt ja auf einer raffiniert ausgeklügelten Propagandakampagne. Es wurde zu einer Ideologie, ja zu einem Glaubensbekenntnis hochstilisiert. Erich Honecker hätte sich die Finger geschleckt, wenn ihm ein vergleichbares Netzwerk an Propagandisten zur Seite gestanden hätte. Ja. Was ihm, dem Erich, dem Alten und seine DDR-Bonzen nämlich gefehlt hat, das waren die Kirchen. Die regelmäßigen Montagsgebete haben ja bekanntlich einen guten Teil dazu beigetragen, dass diese Episode deutscher Geschichte auch, Gott sei Dank, im Abfalleimer der Geschichte gelandet ist. Ganz anders liegen die Dinge bei S21. Von Anfang an war die Kirche mit im Boot. Hohe Kirchenvertreter wurden zu sogenannten Informationsveranstaltungen eingeladen und von den angeblichen Vorteilen des Projekts überzeugt. Wer nicht davon überzeugt war, wurde darauf eingeschworen, wenigstens den Mund zu halten. Und das haben sie bis auf 2-3 Pfarrer auch gemacht. Bis heute. Im Jahr 2009 erschien eine Hochglanzbroschüre mit dem Titel Das neue Herz Europas. Diese Broschüre lag palettenweise in den Rathäusern, im Land, in öffentlichen Gebäuden und auf den Bahnhöfen aus. In dieser Broschüre überboten sich hochrangige Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Industrie in feurigen Parolen für das Projekt. Ich habe mir die Protagonisten interessehalber einmal angeschaut. An erster Stelle, wen wundert's, Lothar Späth, damals bereits seit 12 Jahren Aufsichtsrat der Tunnelbohrmaschinenfabrik Herrenknecht. Davon stand allerdings in der Broschüre nichts zu lesen. Wohl aber sein Titel Ministerpräsident AD. Warum er AD hat sagen müssen damals. Wir wissen das. Der Schlag hat mich dann aber getroffen, als ich weiterblätterte in der Broschüre. An zweiter Stelle, nämlich gleich hinter Lothar Späth, positionierte sich eine mir bis dato unbekannte Frau, gleich mit zwei schwergewichtigen Amtstiteln, Kirchenrätin und Vorstand Diakonisches Werk. Ja, ihr kennt den Namen. Ich brauche den nicht wiederholen. Ich kenne sie inzwischen auch. Sie hat mich besucht und geschworen, sie hätte also kein Geld bekommen. Sie macht diese Reklame kostenlos für die Bahn. Ich schrieb mehrere Briefe an die Evangelische Landeskirche und an die Stuttgarter Diakonie und fragte an, wie es dazu kommen konnte, dass die Kirche an einer derart beispiellosen Werbekampagne ganz vorne mitzieht, ob etwa eine Spende geflossen sei. Als Antwort kam die barsche Zurechtweisung, ich solle meine üble Unterstellung zurücknehmen. Dabei hatte ich gar nichts unterstellt, nur gefragt. Immerhin trug meine Einlassung wohl dazu bei, dass der Landesbischof eine Presseerklärung herausbrachte, in der er betonte, die Kirche verhalte sich neutral zu dem Projekt. Wie es mit der kirchlichen Neutralität jedoch bestellt ist, zeigen die sogenannten Tunneltaufen, von denen bisher 3 Stück gefeiert wurden. Im Namen der Kirchen und im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nach der zweiten dieser unterirdischen Veranstaltungen wollte ich wissen, ob das nun so weitergehe.
Die Kirche liefert ihre geistliche Liturgie auf Bestellung und vor der präparierten Kulisse der Deutschen Bahn Network Mobility Logistics. In geschlossener Gesellschaft, hermetisch abgeriegelt von der Polizei. Am Freitag vor dem letzten Weihnachtsfest wollte ich wissen, ob weitere Tunneltaufen vorgesehen sind. Der kirchliche Pressesprecher wörtlich: Da ist nichts vorgesehen. Da war nie was vorgesehen. Da ist nichts vorgesehen. Aber schon im Frühjahr verschickt der Projektsprecher Wolfgang Dietrich vertrauliche Einladungen an auserwählte Pressevertreter zur nächsten Tunneltaufe. Zur Segnung wird als ordinierter Vertreter der evangelischen Landeskirche der ehemalige Isslinger Pfarrer Romeo Edel angekündigt. Und Pfarrer Edel, er kommt. Im schwarzen Talar mit schneeweißem Bäffchen erhebt er seine segnenden Hände unter der doppelten Überschrift Tunneltaufe, Tunneltaufe, Deutsche Bahn Network Mobility Logistics. Für diese Geste, für dieses Bild, genau dafür wurde er bestellt. In der Zeitung steht auch zu lesen dann, Romeo Edel hat den Tunnel getauft. Da kann er sagen, was er will, er hat das Bild abgeliefert. So wird öffentliches Bewusstsein geprägt seit Anbeginn und die Kirche spielt mit. In zwei ausführlichen persönlichen Gesprächen mit Romeo Edel und mit dem Landesbischof Frank Otti Ottfried Juli habe ich klar gemacht: Ich schäme mich für meine Kirche. Unsere Kirche hat einen solchen Lakaiendienst nicht nötig. In derartigen Werbeveranstaltungen hat die Kirche schlichtweg nichts zu suchen. Ihre Botschaft ist klar und eindeutig: Tut Buße, kehrt um. Niemand kann zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon. Und der lebendige Gott, er begegnet uns nicht als Global Player im Rausch des Profits und der Hochgeschwindigkeit. Nein, er begegnet uns als Kind in der Krippe im Stall von Bethlehem. Ich habe zum Schluss noch ein Gebet verfasst im Hinblick auf den kommenden Kirchentag, der in Stuttgart stattfinden soll, um diese Zeit nächstes Jahr im Frühsommer unter der Losung, damit wir klug werden. Ich finde, diese Botschaft spricht für sich. Sie kommt aus dem 90. Psalm. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten. Schenk uns den Frieden und die Kraft, die wir in dieser Stadt so nötig bräuchten, wo Lug und Trug es schon geschafft, dass wir wie Hasen mit stummem Mund starren in einen gierigen Schlund, den wir anbeteten und ach, den wir tauften, dem wir dein Licht, unsere Seelen verkauften. Herr, lass uns klug werden in deiner Gnade. Gib uns den Glauben, der Daniel rettete, der in der Löwengrube stand, bis ihn sein König am Morgen loskettete, als er ihn munter und fröhlich fand. Auch wenn die Mehrheit Augen verschließt, gieß deine Wahrheit, damit sie sprießt. Hilf uns hegen deine zärtliche Pflanze in deinem Lichtertanz, im hellen Glanze, damit wir klug werden in deiner Gnade.
Mach deine Kirche zum Diener der Armen, denn du siehst wohl, wes Herrenknecht still sich bemüht um sein Heil, dein Erbarmen. Zwei Herren dienen, das geht schlecht. Löse uns aus dem Filz fremder Macht, sei unser Feuer in kühler Nacht, wo wir uns auch an dem Gedanken erwärmen, sterben zu müssen im Getöse, im Lärmen, damit wir klug werden. Dank deiner Gnade. Amen. Vielen Dank. Vielen Dank, Thomas. Worte zum Nachdenken. Man bekommt Gänsehaut. Mir bleibt noch die Absegnung. Ich darf kurz noch sagen, dass wir so weit wie möglich alle nachher noch auf das AK-Jürger-Fest gehen, im Schlossgarten in Stuttgart. Der AK-Jürger feiert 4 Jahre AK-Jürger und die Juristen haben es verdient, dass wir kommen. Da bin ich, ja, das ist ganz wichtig. Die Susanne möchte noch ganz kurz was sagen. Die Susanne von der Tunnelbohrkampagne. Unser Versammlungsleiter Michael aus Baden. Eine Trutzburg, ein Garant für Zuverlässigkeit, für Gradlinigkeit, für Unerschrockenheit und für Zuversicht. Und ein Urgestein, dem kein Bohrer von Herrenknecht je irgendetwas anhaben könnte. Mit ihm gemeinsam gegen Stuttgart 21. Ein Erlebnis. Meine Hochachtung und ein Mammutdank an Michael Kaufmann. Naja, da bin ich auch gerührt. Dankeschön, liebe Susanne. Auch die Zusammenarbeit mit dir, mit dem ganzen Tunnelbohrer-Kampagnenteam, ist einfach großartig. Wirklich super. Schnell die Absegnung. Vielen Dank an die Esslinger Gruppe für ihre Unterstützung. Vielen Dank an die Tunnelblick-Leute, an Karl Pfaff. Vielen Dank an die Redner, an Thomas Felder, seine super Lieder, das Riesenratsteam, Markus, Barbara und Nico für die Musik am Postmichelbrunnen, die Lokomotive Stuttgart, das gesamte Tunnelkampagnenteam. Vielen Dank an die Polizei, das war eine super Zusammenarbeit. Und wirklich vielen Dank an euch alle, dass ihr wieder einmal so zahlreich dabei wart. Ihr seid klasse. Am Schluss werden wir siegen. Die Versammlung ist hiermit beendet. Danke. Applaus